Ein Dorf, gerade mal 200 Einwohner und trotzdem weltbekannt. Es liegt im Nordpfälzer Bergland, ist ein Ortsteil von St. Julian und heißt Eschenau. Möglicherweise hören Sie den Namen jetzt trotzdem zum ersten Mal. Ist auch keine Bildungslücke, aber stimmt tatsächlich. Rund um den Globus, in fast jedem Land, da gibt es jemanden, der Eschenau kennt oder zumindest einen ganz bestimmten Eschenauer. Der Fluss, die Bahn, die Bundesstraße. Zwischen diesen drei Verkehrsadern spielt sich normalerweise das Leben in Eschenau ab. Charlie Tango 9, Stroke Delta Juliet 0 Juliet Echo für Delta Kilo 5 Victor Quebec. Charlie Tango 9, Stroke Delta Juliet 0 Juliet. Mario Theiss ist das zu wenig. Er ist Amateurfunker und hat sich mit dieser riesigen Antenne eine Art Luftweg in die weite Welt geschaffen. Hallo, schönen guten Morgen. Oder, ja, von Madeira. Einen guten Nachmittag nach Deutschland, nach St. Julian. Ich heiße Peter. Gerade ist ihm die Verbindung zu einem Kollegen aus dem pfälzischen Eulenbiss gelungen. Allerdings funkt der im Augenblick von der Insel Madeira. Dort macht er Urlaub mit Funkgerät. Für den Laien gewöhnungsbedürftig, beide plaudern in der funkertypischen Abkürzungssprache. Die besten 73 zu dir. Ich bedanke mich fürs QSO und sage AWDH bis dann. Charlie Tango 9, Stroke Delta Juliet 0, Juliet Echo. Hier verabschiedet sich Delta Kilo 5, Victor Quebec. Marios Hobby ist im wörtlichen Sinn global. Ja, wenn man hier so sitzt an seinem Funk und dann ist das immer wieder überraschend, wo die Funkverbindung überhaupt endet, wo die hingeht. Das kann man nicht vorberechnen. Es ist immer irgendwo ein Stück Zufall dabei. Es ist natürlich immer wieder schön, auch in der ganzen Welt Freunde zu finden und Kontakte in alle Welt herzustellen. Funkverbindungen in Irak, Iran, in Gebiete oder in Afghanistan, in Gebiete, wo es politisch nicht gut aussieht. Und das ist halt eine Riesenfreude, da barrierenlos Funkverbindungen hinzu machen und sich mit den Leuten zu unterhalten. Und diese Freude gönnt er sich so oft es geht. Delta Kilo 5, Victor Queen. Griechische Landschildkröten freuen sich über Tomaten. Rudi Braun zerteilt sie allerdings zuerst in mundgerechte Happen. Darüber hinaus sind seine 12 Schützlinge eher anspruchslos. Dreimal im Jahr legt das einzige Weibchen 5 bis 11 Eier. Sie wandern in den Brutkasten. Dabei muss die markierte Seite immer oben liegen. Jeder hat sein Hobby. Und das ist mein Hobby. Da kann ich ruhig einmal in den Urlaub fahren. Die können da im Garten laufen. Die haben ja alles. Dass sie nicht wie bei einem Hund oder einer Katze haben. Das geht nicht. Die können da ruhig mal ein paar Tassen ohne. Und im Winter schlafen sie auch. 60 Tage Brutzeit folgen jetzt. Damit klar ist, dass die Jungschildkröten nicht illegal importiert wurden, bekommt jede sofort nach dem Schlüpfen einen solchen Personalausweis. Im Gegensatz zu den Schildkröten müssen die 200 Eschenauer selbst sehen, wie sie zu Haus, Lohn und Brot kommen. Im kleinen Gewerbepark arbeiten nur wenige. Die meisten anderen müssen pendeln, bis nach Saarbrücken oder Rüsselsheim. Unterhalb der Bundesstraße machen es sich jeden Mittwoch die Rentner des Dorfes bequem. Bei gutem Wetter draußen, bei schlechtem im Dorfgemeinschaftshaus. Seit einem Jahr üben da auch die Spirit Dancers. Das ist eine Western-Tanzgruppe, die aus dem Wanderverein St. Julian hervorgegangen ist. Achtunddreißig Mitglieder hat die Gruppe. Auffällig ist, dass nur 3 Männer dabei sind. Einer muss heute sogar verletzungsbedingt aussetzen. Dafür weiß Dirk Heinrich, warum seine Geschlechtsgenossen beim Tanzen so unterrepräsentiert sind. Viele Männer haben Angst davor, in Richtung Line Dance zu gehen, weil es ist eine Tanzart, die sieht am Anfang schwierig aus. Und viele haben Angst, sich zu blamieren. Die Frauen wiederum, die sind da lockerer und offener, die machen das eher. Nicht mal eine Handvoll Männer
in der Western-Tanzgruppe. Dabei gibt es noch einen Cowboy im Ort. Benjamin Gilcher reitet nicht zu seiner Rinderherde, sondern nimmt den Traktor. Das passt besser zu einem Verwaltungsangestellten. Seine Herde ist bis jetzt nur dreiköpfig, aber schon etwas ganz Besonderes. Benjamin Gilcher züchtet Glan-Rinder. Das ist eine alte Rasse, die früher hier am Flüsschen Glan zu Hause war. Nach heutigen Maßstäben ist die Sorte unrentabel. Und darum wäre sie um ein Haar ausgestorben. Als Jugendlicher hat mich das immer schon fasziniert gehabt, wenn die Bauern hier mit dem Vieh so tätig waren. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich auch haben. Und da kam halt keine andere Rasse in Frage als das Glanrind. Das hat bei uns Tradition gehabt. Die Vorfahren hatten das schon in Gebrauch als Milchkuh, als Fleischkuh, als Arbeitstier. Und da kam kein anderes in Frage. Hinter Benjamins gemütlicher Weide verläuft die Bahnstrecke Altenglan-Staudernheim. Der Zugverkehr wurde schon vor langer Zeit eingestellt. Jetzt sind im Sommer viele Touristen mit Fahrraddraisinen unterwegs. In Eschenau erwartet sie eine willkommene Fahrtunterbrechung. Der kleine Kunstbahnhof im ehemaligen Stationsgebäude. Statt Fahrkarten können die Besucher hier Bilder kaufen. Arbeiten von verschiedenen Künstlern oder von Dietmar Hofmann-Leitmeritz selbst, der den ausrangierten Bahnhof vor einigen Jahren zu einer Galerie umfunktionierte. Ein Künstlerfreund hatte ihm dazu geraten. Er hat zu mir gesagt, geh du mit deinen Bildern, geh du in die Provinz, zurück in die Provinz und dann fängst du was an. Und dann kommst du nach vorne. Und da schon an sich, Provinz, ja, es ist überlegenswert. Ne? Ich meine, da habe ich rein zufällig dann nach dem ersten Haus, habe ich dann diese Sache hier irgendwie kennengelernt. Und da ich meine, es ist so schräge Sache, das könnte wahrscheinlich recht gut werden. Das war 86. Ja? Bis heute ist der Künstler Eschenau und der Provinz treu geblieben. Und Laufkundschaft gibt es zumindest während der Sommermonate genug. Bundesstraße, Bahn und der Glan. Das Flüsschen ist ein beliebtes Ausflugsziel nicht nur bei Touristen. Auch die Kinder aus dem Dorf schlagen hier gern ihr Zeltlager auf. Veranstalter sind die Jungs vom Verein Eschenauer Wunner, hochdeutsch Eschenauer Wunder, die mit viel Engagement und Körpereinsatz auch Feste und Musikveranstaltungen im Ort organisieren. Der Vereinsname bezieht sich auf ein Ereignis vor langer Zeit. Einst verschwand bei Hochwasser ein Steg über den Glan. Die Eschenauer suchten flussabwärts. Doch der Steg fand sich auf wundersame Weise flussaufwärts im Nachbardorf, wie auch immer er dorthin gekommen sein mag. Benjamin Gilcher hat sein Vieh versorgt und macht Feierabend. Mario Theis legt jetzt erst richtig los. Charlie Tango 9, Stroke Delta Julia. Mit seiner Antenne macht er das kleine Eschenau in vielen Orten, bei vielen Menschen rund um den Globus, bekannt.